Der Swissfell wird sich über eine Länge von 740 Metern erstrecken. Die Anlage besteht aus vier Teilen: Injektor mit Elektronenquelle, Linearbeschleuniger, einer Anordnung von Undulatoren und den Experimentiereinrichtungen. Die Erzeugung des Röntgenlichts beginnt im Inneren der Elektronenquelle. Mit einem Laserblitz werden Elektronen aus einer Kupferscheibe mit extrem glatter Oberfläche freigesetzt. Nun müssen die Elektronen möglichst schnell auf eine hohe Geschwindigkeit gebracht werden. Nach ihrem nur wenige Zentimeter langen Flug haben sie schon beinahe Lichtgeschwindigkeit erreicht. Die kompakte Elektronenquelle ist das Herzstück der Swissfell-Anlage. Nach der ersten Beschleunigung fliegt das Elektronenbündel nun in Form einer Wolke auf den Bündelkompressor zu. Dieser verhilft dem Elektronenbündel zu seinen wichtigsten Eigenschaften: einer extrem kurzen Pulslänge und einer sehr hohen Ladungsdichte. Dazu durchlaufen die Elektronen eine Schikane, die aus vier starken Magneten besteht. Vergleichbar mit einer Rennbahn werden die Elektronen auf unterschiedliche Bahnen gelenkt. Nachdem die Elektronenbündel auf ihre Endenergie beschleunigt worden sind, werden sie durch die Undulatoren gelenkt. Dabei handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Magneten, die in abwechselnder Nord-Süd-Ausrichtung hintereinander aufgestellt sind. Die Elektronenbündel fahren Slalom im Magnetfeld der Swissfell-Undulatoren. Und diese Bewegung führt zu einem lawinenartigen Ausbruch des für die Forschung benötigten Röntgenlichts. Mit einer Spitzenleistung von 10 Gigawatt ist es um viele Größenordnungen brillanter als jedes andere Röntgenlicht. Für die Forscher ist jetzt der Moment gekommen, das einzigartige kurzgepulste Röntgenlicht für ihre Experimente einzusetzen. Der Swissfell macht kurzzeitige Veränderungen von atomaren und molekularen Strukturen sichtbar.